Hallo, mein Name ist... Und ich bin Fan des amtierenden deutschen Meisters... Borussia Dortmund. Dortmund hat in diesem Jahr zum 7. Mal den Meistertitel nach Hause gebracht. Und damit genauso oft wie unsere geliebten Erzrivalen aus Herne-West. Wow! Und mein Name ist... Und ich bin Fan des amtierenden DFB-Pokalsiegers FC Schalke 04. Und dieses Jahr haben wir diesen Pott zum 5. Mal in den Pott zurückgebracht und damit dreimal mehr als unsere geliebt gehassten Nachbarn aus Lüdenscheid-Nord. Aber wir lassen heute die Rivalität einmal ruhen, denn wir wollen euch beide zusammen etwas verkünden. Und deshalb hole ich auch meinen Kollegen erstmal wieder zurück. Hier ist er. Willkommen zurück. Danke. Es steht ein besonderes Event bevor und was das genau ist, erklärt er euch jetzt. Dieses Jahr steht der DFL Supercup an, in dem der deutsche Meister gegen den DFB-Pokalsieger antritt. Was in diesem Jahr bedeutet, dass Schalke 04 gegen den BVB 0-0 spielt. Und wie jeder weiß, ist das ein klassisches Revierderby. Und aus diesem besonderen Anlass haben wir uns entschlossen, genau dieses Video zu drehen und das, was noch folgen wird. Aber eine genaue Erklärung folgt jetzt. Wir beide haben uns entschlossen, eine Wette abzuschließen, einzugehen live in diesem Video. Die Wette wird sich auf das Spiel belaufen, was in der Felddienstarena am 23. Juli stattfindet, nämlich das Supercup-Finale. Wir beide wetten, dass die jeweilige Mannschaft, die wir favorisieren, dieses Spiel gewinnen wird. Und der Verlierer dieser Wette muss den Wetteinsatz einlösen in einem Video, welches wir noch drehen werden. Und dieser Wetteinsatz ist nichts Geringes als das Auto des Siegers zu waschen. Des Siegers. Ich will jetzt nicht unbedingt zu Ihnen zeigen, denn eigentlich denke ich eher, dass ich der... Naja, wie auch immer. Ja, Wetteinsatz ist eine Autowäsche und diese könnte vielleicht noch gespickt werden mit ein paar kleinen Gemeinheiten. Ich habe da schon was vorbereitet, aber nein. Kommen wir noch kurz zu den aktuellen Supercup-Statistiken unserer beiden Vereine. Und da will ich auch gleich anfangen, weil es da gar nicht so rosig aussieht. Wir waren bisher einmal im Supercup-Finale, das gegen den FC Bayern München letztes Jahr. Und wir haben 2-0 verloren. Und das soll dieses Jahr nicht nochmal wieder vorkommen. Und wie sieht's bei euch aus da drüben? Tja, man mag es nicht glauben, aber Dortmund hat neben Bayern München und Werder Bremen bereits dreimal den Supercup nach Hause geholt. Und sollte es der Fall sein, dass Dortmund dieses Jahr nochmal den Supercup gewinnt, sind wir alleiniger Rekordmeister. Jetzt reicht's mir aber da. Endlich ist der weg. Also mit Rivalität irgendwie nicht aufrechterhalten hat es wohl dann doch nicht ganz so geklappt. Also mein persönlicher Tipp für den Ausgang des Supercup-Finales ist folgender. Das wird nämlich für uns ein klarer Heimsieg. Gut, nicht ganz so klar. Ich muss zugeben, die Schwachgelben sind in letzter Zeit ziemlich gut drauf. Aber ich bin guter Dinge, dass wir dieses Spiel gewinnen werden mit einem 2:1. Es wird lange Zeit unentschieden stehen, bis uns Senor Raúl, die spanische Gottheit, höchstpersönlich erlösen wird, kurz vor Ende des Spiels. Auf den braucht er gar nicht erst zu hören, der mit seinem Senor Raúl und Ralf Herrmann, der diese Saison zurückkommen soll, alles schwache Spieler, ihr Geld gar nicht wert. Ihr werdet sehen, Dortmund wird Schalke 04 mit einem sauberen 3:0 an die Wand spielen. Und damit einmal mehr der Supercup-Gewinner und damit auch Revier-Derby-Sieger. Mein lieber Feind, nimmst du die vorgeschlagene Wette, so wie sie im Video festgehalten ist, an und schwörst du, dass wir nach dem Spiel auf jeden Fall ein Video drehen? Dieser Handschlag soll es besiegeln. Du hast mein Wort. Bis dann, wir sehen uns.